Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Salvete Spectatores, zu einem weiteren Teil von Let's Play Rome Total War mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow, und wir sind zurück mit den mächtigen Darkern. Und ich habe mir wieder einen Kaffee eingeschenkt. Im letzten Part haben wir große makedonische Truppenverbände, vor allen Dingen viele makedonische Truppenverbände vor Thessaloniki geschlagen. Wir dürfen zu Diensten erstmal hier unten spionieren. Unterwegs. In Bewegung. Das ist auch eine makedonische Provinz. Das reicht mir eigentlich schon erstmal an Informationen. Wir dürfen davon ausgehen, dass Makedonien hier noch drei Provinzen hält. Das heißt, sie können pro Runde drei Einheiten produzieren auf einem sehr, sehr konzentrierten geografischen Raum. Das heißt, unsere Hauptaufgabe wird sicherlich wohl darin bestehen, den Makedonen noch eine weitere Provinz abzunehmen. Dann wollten wir gegen die Germanen hier zu Felde ziehen. Dich hätte ich eigentlich auch ganz gerne hier noch, um so den einen oder anderen Wachturm zu bauen. Greifen erstmal hier an. Was hat er denn da? Das ist nur ein Gen. Das schaffen wir doch. Da trinke ich schon mal einen Vorschuss Siegeskaffee. Unser Feind ist versammelt. Hier wollen Sie. Sorry, ich muss gerade Weihnachtsgeschenke kaufen. Wartet auf meine Befehle. Passt aber eigentlich so ganz gut. Ja, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn die Einheiten angekommen sind. So. Wir nehmen natürlich diese Route hier, denn warum sollten wir diese Anhöhe nicht mitnehmen? Wir müssen hier ein bisschen aufpassen. Diese Steine stören die Einheitenformation. Das ist tatsächlich nicht ungefährlich. Mal kurz sprinten. Wo habe ich den Plänkelmodus? Da, okay. Ja, ich habe meine Logitech G13 Tastatur hier nicht mehr, oder dieses Gaming-Pad. Und das führte bei mir dazu, dass ich hier mein Tastaturprofil nicht mehr habe. Und ich muss, glaube ich, mal gerade heftig niesen. Dann muss ich das alles nochmal neu einstellen. Wo der Gen hinläuft. Schieß mal jetzt schnell. Hau ab. Zurück in Formation, Männer. Warte, du schießt bitte auf ihn. Alter, der kriegt den Typen da hinten nicht aufgerieben, ne? Der feindliche Kriegsherr zeigt seinen wahren Wert. Gar keinen. Unsere Krieger würden eher sterben, als zu fliehen. Ich erwische halt seinen Gen nicht, das ist dämlich. Sieg ist der Krieger. Naja. Und wo geht's hin?
Hinter die Brücke. Hat sich aber weit zurückgezogen, ne? Lauf mal lieber hier runter. Wir können nicht weiter. Ja, vorwärts. Wir können nicht weiter. Der Wachturm hier nicht doch etwas mehr Sicht? Ja, tut er, ne? Okay, das ist schon mal gut. Den kaufe ich noch nicht für die 4000 irgendwas. Der wird unter Umständen teurer sein. Ich werde aber die Einheiten alle bekommen. Genau, wir lassen bitte zurück. Du hast hier jetzt noch zusätzliche Truppen, die frei geworden sind. Ich brauche sie aber nicht unbedingt. Ich löse sie deshalb wieder auf. Ja, wir sollten stattdessen gucken, dass wir hier entsprechend Truppen ausbilden. Bewegung! Mach doch hier noch so ein Elite-Schwertkämpfer, nicht Schwerkämpfer. General, ja, Befehle? Bewegung! Geh auf niedrig mit dem Steuersatz. Befehle? Ja, wir versammeln es erstmal hier. Begebe mich in Position. Wir brauchen das vor nicht unbedingt. Es ist aber okay, wenn wir es halten. Das ist als Stadtgarnison ist das gar nicht mal so schlecht. Ich habe eigentlich keine Lust, gegen die Truppen da zu kämpfen. Ich würde lieber gegen Korinth kämpfen oder gegen Athen. Bleib du mal da stehen. Ja. Warte du mal ab, wir rekrutieren hier noch einen Bauern. Den werden wir irgendwann gebrauchen können. Mach vielleicht doch nochmal so einen Elite-Bogenschützen. Ein vierter Bogenschütze schadet in dieser Truppe da auf jeden Fall mal nicht. Wir könnten noch Schiffe bauen. Ich meine, der nervt mich ja hier mit dieser Mini-Flotte. Aber Schiffe sind tatsächlich sehr, sehr teuer am Anfang. Deswegen warte ich noch ein bisschen. So, ich glaube, das war's erstmal. Makedonen laufen Richtung Larissa. Ja, die Skythen wollen den Typen da bestechen. Wie ich das gerade sehe. Mhm. Also Zeit, dass wir den Agenten da auch loswerden. Marschieren! Ui. Der zieht da noch mehr Truppen zusammen. General! Stoßt vor! Ich will fast die Bastarna hier noch mitzunehmen. Okay, wir haben 8000 Eier. Bestich den mal bitte. Ah, gut, es war billiger, als ich erwartet habe. Befehle! Vorwärts! Die Armee hat sich dort vollständig aufgelöst. Wir bauen den Wachturm hier hin. Den weiter hier runterziehen. Richtung Spanien für unseren Diplomaten.
Wir haben eine neue Volljährigkeit. Ist der gut? Etwas verschwenderisch herzloser Statthalter und Aufklärer. General. Was der tatsächlich ganz gut machen könnte. General! Bewegung! Bewegung! Wenn wir dem die drei Burschen hier geben, dann kann der Rebellenarmeen aufreiben. Das wäre eigentlich eine ganz nice Aufgabe für ihn. Jetzt haben wir mal den Baubericht. Viele Schreine haben wir gebaut, ne? Das heißt also, uns wird auch ein bisschen Geld fehlen, aber die 2400, die nehmen wir jetzt mal in die Hand. Kannst du da mal deine Waffen verbessern lassen? Oder, ja gut, den Fernkampf... Aufwert-Tempel, den habe ich ja schon abgerissen, dummerweise. Frage ist, ob der sich jetzt nach Larissa zurückzieht. Steht auf jeden Fall mal fest, dass wir wissen, wie viele Einheiten er hat. Okay, also er hat Kaff und Plänkler. Korinth ist offen, Athen mehr oder weniger. Wir kommen bis nach Athen. Also ich sag mal, was die Situation ist, auf die ich keine Lust habe. Er kommt mit den Truppen aus Athen raus und greift mich an, während ich Larissa belagere. Beobachte und lausche. Das müssen wir jetzt halt echt mal gucken, ne? General! Angriff! Siedlung wird belagert! Die Siedlung wird belagert! Tötet sie! Ich greife jetzt erstmal hier ihn an. Also ich traue mir ja schon einiges zu bei diesem Spiel, ne? Aber alleine gegen die versammelten Horden der Finsternis zu kämpfen, das ist halt auch immer so ein bisschen, das ist manchmal auch ein bisschen arg viel, ne? Stehst auf der Flanke auf jeden Fall dämlich. Du stehst hier besser. Du stehst hier besser. Und du stehst am besten sowieso da, wo die anderen nicht stehen. Okay. Der hat sich zurückgezogen, das heißt, er kann nicht mehr komplett abhauen. Verstärkungen sind eingetroffen und verlangen nach dem Blut des Feindes. Das ist doch gut. Wie wollen sie es denn haben? Als Wurstform dargereicht?
So, er kommt jetzt mal hierhin zurück. Ich glaube, da haben wir ihm den Charge eigentlich ganz gut abgenommen. Der Kriegsherr des Feindes flieht wie eine verschreckte Ziege. Jagt ihn! Ziegen kann man gut verspeisen. Ha! Die feindliche Armee flieht. Jagt sie! Komm, schieß ihn noch weg. Sieg ist der Kriegerlohn. Ja, wir haben ein bisschen was an der Infanterie verloren, aber okay. Fürchtet uns! Ja! Zerstören! Siedlung wird belagert! Die Siedlung wird belagert! Ja, wir verzichten hier auf die Söldner. General, Häuptling, Befehle? Bewegung! Häuptling, stoßt vor! Hol dir hier noch einen Bauern und weiß ich, so einen zweiten Falkskrieger finde ich, glaube ich, noch ganz cool. Mach mal. Mach mal. So, dann. Da bauen wir ja noch. Dass ich da so die Budgettempel halt wähle, ne? Die sind halt nicht so teuer mit ihren 800 Trommelstücken. Händler habe ich halt ansonsten, glaube ich, schon überall gebaut, ne? Mal so, dann bauen wir jetzt auch in jeder Stadt wieder was, ne? Okidoki. Auf geht's. Ab. Hau ab. Bewegung. Germanen-Makedonen machen ein Bündnis, wird's gedacht. Wir sind die fortschrittlichste Seite. Aber wir machen halt auch fortschrittlich wenig Geld, ne? 7400, dafür werden wir jetzt hier gut Schotter machen, wenn wir die Stadt angreifen. Solange er noch da hinten rumsteht, ist für mich alles in aller wunderbester Ordnung. General, stell den mal noch in das vor. Dann kommt der nächste Heckenpenner, das gibt's doch nicht, ey. General! Ah. Die Gallier haben sich's geholt, ne? Stoßt vor! Wir können nicht weiter! Baut einen Turm! Also ich finde dieses System mit dem Turm bauen, das finde ich halt echt richtig gut. Man kann sich so schön Map-Awareness erkaufen. Das finde ich richtig cool. Lauf mal weiter. Ich habe kein Problem damit, wenn du hingehst und auch ein paar Germanen jagst. Der hat sich noch eine Reihe Axtkämpfer dazu geholt. Das ist aber okay. Ja.
Okay, pass auf. Lauf du einen Schritt zurück. Ja, passt. Befehle? Zerstören! So, wir greifen jetzt Larissa an. Diese Schlacht ist zu Ende, bevor es dunkelt. Und nur wir werden übrig bleiben. Unsere Feinde werden fliehen. Ihre Toten werden zahllos sein. Kämpft und macht dies wahr! Lassen wir das Blut unserer Feinde fließen. Ja. Bei geöffneten Toren muss ich mir jetzt gar nicht so viel Gedanken machen. Verstärkungen sind eingetroffen und verlangen nach dem Blut des Feindes. Na komm. Beeilung! Bogenschützen! Haltet Stand und kämpft! Brennt! Rundling! Bogenschützen! Doch, die schießen und die treffen auch. Mit der Shift-Taste hole ich mir die Leute mal wieder zurück. Unsere Krieger haben die Mauern besetzt. Die Straßen werden vom Blut rot gefärbt sein. Bogenschützenbande! 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 Einhalten! Feuer einstellen! Einhalten! Position bewachen! Oh, jetzt ernsthaft? Komm, laufen wir noch mit der Kaff dazu. Schneller, schneller, meine Pferdchen. Komm, dann kommen die bösen Hopliten. Machen wir Autofeuer aus.
Komm, weiter, weiter, weiter. Einfach durchreiten. Einfach durchreiten. Durchreiten. Nicht stehen bleiben. Wir wollen nicht, dass der mit den Pelltasten irgendwie abhaut. Jetzt muss ich aber mal ganz kurz gucken. Was war da hinten jetzt? Wie stehen wir denn da? Da stehen wir doof, ne? Und weg. Leise, auf einmal kann der wieder schießen, ne? Jetzt, wo er merkt, ach guck mal, da sind ja noch verbündete Truppen. Auf einmal schießt er wieder. Sehr gut. Nochmal einer weg. Jetzt müssten wir uns mal anschauen, wie wir an... Ach, das ist ein Kaff. An den kommen wir nicht ran. Also Kavallerie ist zum Verteidigen für ihn nicht gut. Wie sieht's da hinten aus? Das ist alles Kavallerie. Ja, okay. Dann schlage ich vor, unsere Kavallerie ziehen wir mal hier rüber. Die Kriegsbande stellen wir mal hier auf. Wobei wir mal gerade ganz doof gesprochen, wir haben ja noch Zeit, ne? Wenn ich den jetzt hier hinschicke, wo willst denn du dann langlaufen? Na, das kriegt die KI mit, ne? Okay, gut, alles klar. Einhalten! Einhalten! Ja, ja, so blöd ist er dann doch nicht, ne? Stopp! Shoot! So ein Dreck, ey. Hat er mich da abgefangen, ne? Und ich hab's nicht gemerkt. Also ich hab's schon gemerkt, aber halt zu spät. Der hat mir echt eine Einheit gekillt, ne? Das Dumme ist, ich treffe da halt nichts mehr, ne? Jetzt muss ich hier etwas langsamer machen.
feindliche Kriegsherr ist tot. Mhm. Er kann nun mit seinen Ahnen trinken und seine Krieger bei der Flucht beobachten. Lauf dir da jetzt mal weg. Oh, super. So, und jetzt weg da bitte. Komm, wir haben sie gleich. Dies ist ein großer Sieg. Ja. Aber nicht großartig geschlagen auf jeden Fall. Fürchtet uns! Das Land gehört uns! Bilden wir die Truppen hier fort. Herr, stoßt vor! Wobei, warte mal. Lass es mal gerade noch außen vor. Befehle? So, ne? Und... so. Dann bildest du die fort. Stoßt vor! Wir gehen jetzt hier auf niedrig mit dem Steuersatz. Hau mal hier den Erfahrungsbonus rein. Befehle? Ja, marschieren! Befehle? Marschieren! Das reicht so erstmal. Und du rückst auf jeden Fall marschieren weiter vor. Ja, Meister. Begebe mich in Position. Suche nach Hinweisen. Richtung Athen. Befehle? Bewegung! Es geht nicht weiter! Je schneller wir da die Truppen weg haben, desto besser. Und je schneller wir die Makedonen da platt machen, desto besser. Dann ist das nachher eine Rebellenarmee, dann können die Römer sich mit denen rumärgern. Dann juckt mich das nicht mehr. Belasora. Farmgemeinschaft bauen wir, ne? Polisum. Das bringt immerhin mehr Geld, ne? Ach, wir können da noch Ballisten bauen. Hm. Und Onaga? Hm. Bogenschützenbahn und Elite-Bogenschützen? Hm. Kriegsbahn der Silkenkämpfer reicht eigentlich, ne? Gut, okay. Das haut auf jeden Fall so hin. General,
jetzt mal gerade noch so als Überlegung, wenn ich dich angreife, der will dann auch gegen mich kämpfen, ne? Dann können wir nochmal schauen. Weil wenn der Typ weg ist, habe ich wieder ein bisschen mehr Platz da oben. Hier gilt ja auch wieder, warum sollten wir diese Armee nicht angreifen, ne? Geht gerade nicht, Junge. Greift er jetzt an, Junge. Du musst ihn sandwichen, aber ganz schnell. Der Kriegsherr des Feindes flieht wie eine verschreckte Ziege. Mach Flankenmanöver. Jagt ihn! Ziegen kann man gut verspeisen. Ha! Nun greifen sie den Burschen jetzt nochmal an. Feindliche Armee flieht. Jagt sie. Ich glaube, sein General hat das ja dummerweise überlebt, ne? Den haben wir leider nicht mehr erwischt. Sieg ist der. Fürchtet uns. Ja. Stoßt vor. Fuststor. Ja. Stoßt vor. Weiter geht es nicht. Befehle. Ja. Ja, bauen wir noch ein bisschen Apples und ja, du kannst mal darüber gehen. Ich glaube, das haut hin. Ich brauche auf jeden Fall noch einen weiteren General hier. Ich habe halt keine Ahnung, ob der mich angreifen will, ne? Das ist halt echt noch so ein bisschen die knifflige Nummer. Du bist so unterwegs. Wie sieht es hier aus? Eure Befehle. Ja, mein Herr. Okay. Sofort. Ich kann nicht weiter. Ich kann nicht. Die Gallier wollen es wissen, ne? Die Gallier wollen es wissen. Das Fuhr ist demnächst weg. Es ist schade, das hat uns gute Dienste geleistet. Lass das Ding mal weg und bauen wir mal hier die Stelle.
Ja, das war, glaube ich, ziemlich klar. Wir werden belagert. Ui, der zieht ja noch mal mehr Truppen zusammen. Aha, da haben wir einen Spion erwischt. In Larissa. Aristoxenos von Skotussa. Von Scout-User vielleicht oder sowas. Ein Grund mehr, sie zu entsorgen. Britannien und Spanien. Fortschrittliche Seite ist wieder Ägypten. Baubericht. Wir haben echt gut gebaut. Siedlung belagert ist klar. Rundenbericht ist klar. Aber Farmwesen und Armeeunterhalt, die halten sich schon relativ gut in Balance erstmal. Aber wenn wir Korinth und Athen haben, Sparta und Thermon und Rhodos. Und, ja, also wenn wir die haben, dann gibt es nochmal richtig Schotter. Kommt ja sogar der Kompass da hoch, ne? Ich finde das gut, dass er Palakus da oben verschimmelt. Yep. Ja. Sofort. Ich kann nicht. Okay. Das muss es dann für heute erstmal sein, ne? Zerstören! Okay, gut, das machen wir noch schnell. Wird belagert. Okay, Kreta Bogenschützen nehmen wir natürlich gerne mit. Warte mal, der hat so eine Kackmauer, ne? Na ja, gut, aber es hilft ja nichts. Ihr seht, wir nähern uns in riesengroßen Schritten schon dem Ende des LP. Wir haben, glaube ich, jetzt... Dies ist ein Tag, der ja, das ist ein unfassbarer Tag. Also, das ist ein Tag, da kannst du zwei rausmachen und die Griechen verlieren immer noch. Wo stellen wir uns denn hin? Eigentlich würde ich mich ja lieber auf... Ja... Da kannst du halt, das ist so blöd, dass du ja nicht so direkt durchlaufen kannst. Okay, ja, ich halte es eigentlich für zwingend geboten, über diese Flanke hier anzugreifen, ne? Das sind halt die Gatling-Türme, ne? Die Zecken. Da steht der Gen von dem. Das ist ja ein Ding. Ja, ich wollte gerade sagen, der sucht aber das Weite. Der ist doch schlau. Einmal schnell hier oben drauf. Und einmal schnell hier oben drauf. Wir müssen das Tor einnehmen. Okay, pass auf, du hier. Unsere Krieger haben die Mauern besetzt. Die Straßen werden vom Blut rot gefärbt sein. Kriegsbande. Okay, also die Türme haben wir alle eingenommen. Stellt ihr euch mal hier hin.
müssen hier irgendwie da lang, ne? Ja. Genau. Also wir haben ja echt jede Runde irgendwie zwei Armeen von den Makedonen platt gemacht, ne? Dann bringt denen das natürlich auch nichts, dass sie so viele Städte gehalten haben. Dann konnten wir sie einfach durch permanentes Siegen zermürben. Wie man da so schön sagt. Der Clou an der Sache ist gewiss, dass wir... dass wir selbst unsere Produktion von Einheiten deutlich steigern konnten, wobei wir es halt so gemacht haben, dass wir ja nur in den neu eroberten Gebieten tatsächlich Einheiten rekrutiert haben. Also wir haben tatsächlich auch eher ein bisschen auf Qualität anstatt als auf Quantität gesetzt. Normalerweise bin ich eher bei diesem Spiel ein Freund von Quantität. Natürlich muss uns allen hier klar sein, wenn man mit, wenn man jetzt mit einem großen Stack Stadtkohorte ankommt, dann kann man auch mit einer überragenden Quantität an Bauern nicht viel ausrichten. Das ist ja auch vollkommen klar. Allerdings, wenn der Gegner halt selbst noch nicht so hochqualitative Truppen hat, sagen wir mal Milizhopliten, dann können wir auch mit einer hohen Quantität an dieser dämlichen Kriegsbande doch wirklich vorzeigbare Ergebnisse erzielen. Ne? Also weil wir durch Flanken der gegnerischen Phalanxeinheiten einfach wesentlich mehr rausholen können. Und natürlich bei so einer Formation wie der Phalanx, die halt eben sehr unbeweglich ist, da sind wir mit unserer Kriegsbande einfach beweglicher. Wir haben ja außerdem noch immer den Vorteil gehabt, dass wir doch auf Schnee kämpfen konnten. Und hat uns schon gecharged hier, ne? König ist bei seinen Ahnen. So ist es. Seine Lakaien fürchten uns zurecht. So ist es. Einhalten! Einhalten! Schneller! Bogenschützen! Einhalten! Einhalten! Schneller! Also wir lassen ihn dann erstmal von der Piazza runterlaufen. Dann laufen wir selbst auf die Piazza drauf. Dann läuft er nämlich zurück und dann haben wir ihn. Ja, okay, das hat hier. Das funktioniert tatsächlich bei so einer großen Piazza relativ gut. Fürchtet uns! Das Land gehört uns! Und wir haben Platons Akademie. So. Ja, Meister.
Lauf mal nach Korinth. Ja, jetzt hat er nur noch eine Stadt, aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Regimente hat er. 15 nächste Runde. Ich denke mal, der wird auch noch eins, wird sich auch noch ein Regiment zulegen. Wir haben momentan 12. Haben wir hier die verbesserte Waffenproduktion? Genau, du bist erst, du bringst mir den Erfahrungsbonus. Auch gut. Nackte Fanatiker werde ich, glaube ich, nicht spielen, weil ich diese Elite-Schwertkämpfe bekommen kann. Und die sind in meinen Augen einfach deutlich besser. Können wir nochmal ganz kurz Werte vergleichen. Mal gerade gucken, wo könnte ich sie rekrutieren. Hier. 7025 bei der Defensive, 13,5. Wir haben halt 17 Defensive. Ja gut, also gute Ausdauer, ausgezeichneter Kampfgeist. Ja, also die sind halt nochmal ein bisschen, die sind halt noch mal ein bisschen schneller und sie sind halt günstiger. Das ist halt so eine Glass Cannon, ne, wie man so schön sagt. Anfällig für Fernkampfangriffe, haben allerdings so einen großen Schild dabei, immerhin. Muss man mal gucken. Thessaloniki, baut mir bitte. Kriegsherrenstelle, ich hätte gerne barbarische Adelskavallerie. General. Befehle? Wir haben sehr schön viele Truppen hier. Befehle? Häuptling! Bewegung! General, marschieren! General, Bewegung! Okay. Das ist doch mal eine brauchbare Armee. Ich glaube nicht, dass da so viele Augen trocken bleiben werden in Korinth, ne? Ja. Und heute, ausnahmsweise mal ein Part, wo ich auf historische Hintergrundinfos verzichte. Wir haben 54 Minuten aufgenommen. Ich freue mich trotzdem, wenn ihr beim nächsten Part wieder dabei seid. Und bis dahin wünsche ich alles Gute und sage Pax Vobiscum Valete.